Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, und weiter geht's hier mit einer neuen Aufnahmesession. Wir sind ja hier in den letzten Folgen in Sierra Perdida doch ein bisschen weit gekommen, haben uns auch in der letzten Aufnahmesession hier oben mal alles angeguckt. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist hier anscheinend ein bisschen was. Guck mal, da sieht man sogar an der Grenze hier, wenn man mal die Karte anschaut, wo wir schon mal waren und wo nicht. Hier beispielsweise waren wir noch nicht, aber da haben wir auch nichts zu tun, weil da gibt's überhaupt nichts. Also das können wir eigentlich ganz gut außer Acht lassen, aber was wir vorhaben, das ist dann ziemlich großes Vorhaben, wenn wir das eigentlich mal so betrachten dürfen, denn wir wollen da nach drüben. Fotos oder es ist nicht passiert. Das ist die nächste Hauptmission, die auf uns wartet, von El Tigre, von der Legende von 67, die wir ja kennengelernt haben. Hier oben sind die zu Hause beim Patriotas-Gipfel. Ja, und jetzt müssen wir schauen, dass wir die irgendwie gemeinsam mit Libertad auf den richtigen Weg bringen. La Morale, die zweite Gruppierung, die es hier unten gibt in den Este, ist da drüben in Cornuco zu finden, also ganz woanders, ganz weit weg, da werden wir noch eine Weile brauchen, bis wir dort ankommen. Aber jetzt kommen wir uns erstmal um diese Mission hier, Fotos oder es ist nicht passiert. Wir müssen bis hier drüben hingehen und das ist ein weiter Weg. Wir markieren uns das Ganze mal. Wir könnten natürlich sagen, wir räumen das Ganze von hier oben auf, gehen hier nach unten und sind dann eigentlich schon da, aber ich würde das Ganze gerne anders aufbauen und zwar würde ich gerne, oder soll man das vielleicht doch von da oben machen? Sonst müssten wir hier nämlich komplett durch, an der Schatzsuche vorbei und dabei dieser Basilika der Lavirigen auch. Wo ja eigentlich, na gut, die könnten wir uns theoretisch anschauen, oder wir machen das wirklich so, nachdem wir jetzt eh schon hier in der Umgebung sind, dass wir sagen, wir sind gerade beim Kontrollpunkt Lanura de Arros. Dass wir jetzt sagen würden, wir fahren hier runter, fahren hier rein, decken von mir aus auch mal dieses Gewässer hier gleich auf, wenn wir schon mal da sind, und fahren dann hier vorbei, hinunter beim Codename Papagei, beim nächsten Hinterhalt. Dann holen wir von mir auch noch die süße 15, die Schatzsuche. Und dann sind wir eh schon da unten bei Campo de Sabana. Ich glaube, das ist sogar fast ein bisschen ein besserer Plan. Sonst wären wir nämlich hier unten von der anderen Seite gekommen, hätten uns die Schatzsuche hier genommen, hätten hier ein bisschen was aufgedeckt, hätten uns natürlich auch die Flugabwehranlage Theta mitgenommen, das ist ganz klar. Aber wenn wir schon mal da oben sind, dann können wir das Ganze eigentlich so auch aufräumen. Da hätte ich jetzt kein großes Problem damit, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Irgendwann mal entdecken wir sowieso alles. Also ob wir jetzt da unten hinfahren oder irgendwann später, kommt auf selbe. Aber dann können wir zumindest mal sagen, wir decken da oben wieder ein bisschen was auf von Nueva Vida, von diesem Gebiet hier. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gar nicht mal so schlechter Plan. Wir hätten hier eine Bootsübergabe. Na, guck mal, da hätten wir sogar ein jaranisches Schmuggelgut hier mittendrin. Das heißt, da brauchen wir sowieso ein Boot. Na gut, dann fahren wir mal bis zur Seefahrtübergabe danach vor, würde ich sagen. Beziehungsweise, da können wir eigentlich hingehen auch. Das sind 200 Meter, das sollten wir theoretisch schaffen können. Ah, hier sind wir wieder. Lang ist's her. Okay, aber da gehen wir mal lieber von oben. Oder von hier. Geht natürlich auch. Ist ein bisschen gefährlich, aber naja. So, dann untersuche die Bio-Wiederanlage. Das ist unser Ziel. Und das machen wir auch, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt gleich, sondern eher erst dann, wenn wir ein bisschen die Umgebung auch mitnehmen haben können. Oh, guck mal, da drüben ist Metall. Wieder so ein kleiner Verkaufsstand hier. Den haben wir mittlerweile schon ziemlich oft gesehen. Santo Gusto, Kaffee gibt's hier. Gesundheit. Zerbrochenes Porzellan, zerbrochenes Geschirr und wieder ziemlich viel zu mitnehmen. Also es ist wirklich ein Träumchen hier in diesem Gebiet. Da gibt es echt so viele Sachen zu mitnehmen. Was ist das da? Irgendein Tongefäß? Keine Ahnung. 2 Kilos für 10 und sogar was zum Lesen. Handschriftlicher Brief. Hey, im Buschfunk heißt es, dass der Big B wegen unseres letzten Berichts angepisst ist. Ihrer Meinung nach müssten wir viel mehr Schmuggelware entdecken. Also legt euch ins Zeug, sonst schickt man euch wie Pupu nach Isabel Steppes. Und ihr wollt doch nicht wie Pupu enden, oder? Wahrscheinlich nicht. Nehmt die Überwachungsliste von diesem Spinner, wenn euch sonst nichts einfällt. Hm, na nü, da liegt ja noch viel mehr, guck mal. Was es da alles zum Looten gibt, das ist ja wirklich ein Träumchen. Guckt ihr das mal an. Das wird immer mehr. Das ist ja wirklich ein Träumchen. Auch schön mit den Hütchen da oben. Huch. Ein Kohl gibt's hier. Eier natürlich wie immer. 1,20. Der Preis bleibt immer gleich. Hola. Hallo, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Ein halbes Kilo Kohl. Na gut, wir können ja eh nichts einkaufen. Dann gehen wir mal da nach unten. Poeste de Control da hinten. Na, der gehört mittlerweile eh schon uns. Da brauchen nur die FND-Fahrzeuge langsam fahren. Die anderen können einfach drüber brettern. Ist schon in Ordnung. Hier gibt's aber, glaube ich, nichts, oder? Nur ein paar Graffitis. Revolution, sehr gut. So.
Und da würde ich mal sagen, wir holen uns vielleicht dieses hier, das Luftkissenfahrzeug. Mit dem können wir nämlich an Land auch gleich fahren. Ach, da steht ja hier eins, so ein kleines Fischerbütchen. Hat funktioniert, cool. Hallo? So, und dann gucken wir mal. Da wollen wir hin, zum Jaranischen Schmuggelgut. Das ist da hinten. Dann holen wir uns das gleich mal. Und wenn wir uns das geholt haben, gucken wir mal auf die Karte, wie viel wir jetzt noch aufdecken müssen und wie viel wir dann schon aufgedeckt haben. Denn wenn wir da einmal querfeld einfahren, denke ich, dass wir doch relativ viel mitnehmen von dem Gebiet am Wasser, das wir entdecken wollen. Dann können wir einmal an der Küste nochmal entlang. Und dann haben wir wirklich alles mitgenommen, was wir mitnehmen müssen. So, einmal kurz bremsen. Und dann sollten wir schauen, dass wir hier lebendig wieder nach oben kommen irgendwann mal. Ach du Scheiße, okay, weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Wir holen uns einmal nur das hier. Schwimmen oder untergehen. Ein neues Gewehr und dann tauchen wir nochmal hinunter und holen uns den Rest. So, einmal das hier. So, und ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Dann schnell wieder nach oben. Das ist auch mal ein Bütchen, das hier gekentert ist, sehe ich gerade. Oh, komm. Was machen die denn eigentlich schon wieder hier? So, vergessen haben wir, glaube ich, nichts da unten. Da sieht man noch den Masten. Auf wen schießen die denn? Ach so, da steht ein so ein Verrückter. Am Land. Und gleich drei Bütchen von denen kümmern sich um die eine. Guck mal. Drei F&D-Boote. Ein Libertad-Anhänger. Ja. Na gut, wir könnten ja theoretisch mit dem Ding hier auch schießen. Wir haben ja die Waffe da drin. Aber ganz ehrlich, ach guck mal, da tun wir noch ein bisschen was. Gut, dann fahren wir mal da darauf zu. Das ist eh genau die Stelle, wo die Person gerade war. Okay, und das war mal eins von den vielen Bötchen. Autsch. So, das sollten wir mitgenommen haben. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir einmal hier an der Küste entlang und können dann auch theoretisch gleich mal bis zur Libertad-Kiste fahren. Damit wir uns die auch gleich mal mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Dann decken wir halt heute mal in diesem Gebiet hier mal ein bisschen was auf. Und irgendwann mal kommen wir dann sowieso dort nach unten, wo wir hin wollten. Also von dem her, wir entdecken ja sowieso immer alles. Das ist ja eben der große Vorteil. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, wann wir vielleicht bestimmte Dinge entdecken, weil irgendwann mal ist es soweit. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Nachdem wir uns ja sowieso jeden Fleck hier mal angucken, machen wir das einfach mal wann anders dort hinten. Alter, das ist wirklich ein Träumchen, wie viel es hier gibt. Das ist ja echt krass. Es gibt Gebiete, da gibt es solche kleinen Häuschen, da steht überhaupt nichts. Und hier finden wir eins nach dem anderen. Vier Stück gleich. Und noch ein bisschen Fisch. Aber den können wir eh nicht verwenden. Hallo? So, einmal Retourgang. Dann umfahren wir das Ganze ganz kurz. Und ich bleibe aber trotzdem mal in Küstennähe, damit wir hier gleich mal alles aufdecken von der Umgebung. So, nur schauen, dass wir nicht zu nah an die Küste kommen. Aber gut, mit unserem Bötchen ist es ja eh egal, weil das fährt ja an Land genauso. Was ist das da? Achso, nur so ein Wasserbehälter, glaube ich. Hat wohl irgendjemand seinen Dreck hier weggeworfen. So, das ist schon ein ziemlich geiles Bötchen. Das ist das Luftkissenboot, mit dem bin ich eigentlich immer sehr zufrieden. Ist jetzt zwar nicht das Beste von der Steuerung her, aber mit dem kommt man eigentlich immer ganz gut klar. So. Okay, funktioniert überhaupt nicht. Da müssen wir ein bisschen was Härteres anlegen. Was war denn das jetzt für ein Versuch? Zweimal Jaguarfleisch, einmal Hasenfleisch. Wo kommt der denn her? Wo haben wir denn hier einen Hasen auf einmal? Nanü? So, die Medizin. Das sacken wir auch gleich mal ein. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön, ein bisschen Schrott. Es gibt hier so viele Dinge. Das ist echt ein Wahnsinn. So, da ist noch ganz schön viel Fisch. Also in El Este, da haben die wirklich genügend Fisch. Die werden zwar immer wieder vom Militär bedrängt, genau deswegen, aber die haben hier wirklich genügend Fisch. Also die können sich da schon was aufbauen. Laguna Cauto de Paso heißt das Ganze hier. Okay, okay. Da hätten wir gleich mal das nächste, das F&D-Depot.
Da hinten, 240 Meter. Ich würde mal sagen, da gehen wir gleich mal hin. Da vorne rennen ein paar Soldaten. Die lassen wir mal. Die können uns nichts tun. Wenn wir keine Waffe gezogen haben, können uns die nichts tun. Die können uns vielleicht blöd anschauen und wenn wir sie blöd anschauen, dann ballern sie los. Aber ansonsten können uns die nichts tun. Entweder die wissen nicht, wer wir sind, weil normalerweise sollten wir ja Staatsfeind Nummer 1 sein, nachdem was wir schon alles angestellt haben hier in Yara. Politiker ermordet, den Cousin oder so, ich weiß es gar nicht, irgendein Familienmitglied ermordet von Castillo, José Castillo, damals noch ganz am Anfang in Madrugada, die Kulturministerin, die Mutter von Diego haben wir ermordet. Und trotzdem können uns die Soldaten, sobald wir nicht die Waffe ziehen, also sofern wir nicht die Waffe ziehen, gar nichts anhaben. Eine mobile Klinik von Biovida. Na, guck mal einer an, wo wir da hingekommen sind. Was wollen die denn hier? Da sind wir gleich mal im richtigen Gebiet. Was will denn Biovida hier schon wieder? Vielleicht erfahren wir ja da irgendwas. Ordentlich verfasster Bericht an die ehrenwerten und treuen Soldaten. Dies ist mein Morgenbericht Nummer 47. Ich verstehe, dass ihr nicht offiziell darauf antworten könnt. Jedoch wird meine zusätzliche Aufklärung sicher von Nutzen sein. Erinnert euch einfach an das freundliche Gesicht von Del Risco. Das bin nämlich ich. Ihr könnt auf mich zählen. Um 5.40 Uhr trifft Freiwilliger Del Risco an seinem Risco an seinem Posten ein. 6 Uhr, ein Laster mit Plane passiert den Kontrollpunkt Richtung Norden. Gründliche Inspektion mit Ausnahme des Reifeninneren, Schmuggelware in den Reifen. 6.45 Uhr, seltsame Vogellaute aus Richtung Süden bis Südwesten, die nach einem Menschen klangen, der Vogellaute nachmacht. Um 6.47 Uhr pinkelt ein Soldat hinter den Kontrollpunkt. Um 7.10 Uhr, ein kleiner Konvoi taucht auf, Kontrolle etwas zu oberflächlich. Um 7.23 Uhr, ein Marinelaster lieferte Brief und Frühstück. Der Freiwillige Del Risco bot sich an, die Nahrung auf Gift zu überprüfen. Dies wurde aber respektvoll abgelehnt. Eine knappe halbe Stunde, nee, 20 Minuten später um 7.42 Uhr, wieder verdächtige Vogellaute. Um Punkt 8, die Vögel machen immer noch weiter. Ich vermute, es handelt sich um verschlüsselte Nachrichten. Um 8.22 Uhr, Freiwilliger Del Risco unterbricht die Aufklärung im Kontrollpunkt vorübergehend und guckt sich vielleicht die Vogellaute an und kommt dann nie wieder zurück. Wahrscheinlich wollten sie ihn einfach nur weglocken mit dem. Ah, da steht ja auch noch was, guck mal. Eine Viviro, Viviro-Klinik, sag ich schon. Ist das Viviro? Sind das die Viviro-Tabletten? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, was wir da noch so finden können. Also abgesehen natürlich von ganz viel Medizin, die hier rumstehen wird. Da die riesigen Anlagen. Was ist denn jetzt los? Was macht ihr denn hier? Was ist das? 200 Milligramm? Oder Milliliter? 400 Milligramm, 200 Milliliter? Was? Grüß dich, hallo. Sind ganz schön viele hier. Okay. Ob das der andere auch so sieht, weiß ich gar nicht. Ist jetzt natürlich die Frage, ist Biovida wirklich eine komplett Regierungsorganisation? Also ist das irgendwie hier nur so ein Spital, wo die Regierungsleute und die Verbündeten quasi, die wahren Yaraner, behandelt werden? Oder sind das doch dann Ärzte einfach, die jeden behandeln? Auch jetzt irgendwie hier die falschen Yaraner, die Libertad-Angehörigen? Weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Normalerweise ist ja ein Arzt verpflichtet, jeden zu behandeln. Aber ob das jetzt hier auch der Fall ist, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Oh, guck mal. Perfekto. Aber das werden wir gleich rausfinden, weil da drüben steht ja ein Arzt. Der wird ja bestimmt irgendeinen Spruch auf Lager haben, wenn wir jetzt da vorbeigehen. So, da kommen wir leider nicht rein. Okay. (537) 5799 5799, was auch immer das heißen mag. Vielleicht eine Telefonnummer. Offizielle Nachricht. Dr. Dinya Chang. Das ist, dies ist eine offizielle Mitteilung darüber, dass Ihre Anfrage bezüglich medizinischer Güter als unnötig und unpatriotisch eingestuft und in Ihre Akte aufgenommen wurde. Ihre Andeutungen entsprechen nicht der Gesinnung eines Yaraners. Wenn Sie auf eine Untersuchung beharren, bin ich verpflichtet, die Behörden zu informieren. Zur Erinnerung, wer die Schuld zuerst auf die Medizin schiebt, statt seine eigene Diagnose in Frage zu stellen, ist ein schlechter Arzt, schreibt hochachtungsvoll Dr. Tayo Diaz. Probleme innerhalb der Belegschaft. Vielleicht Komplikationen mit einem Medikament. Vielleicht wurde jemand behandelt, der nicht hätte behandelt werden sollen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mich würde es interessieren, was da drunter liegt. Vielleicht die Leichen.
Boah, das ist wirklich ein Träumchen in diesem Gebiet. Da gibt es Sachen ohne Ende. Das ist echt, echt, echt ein Wahnsinn. Ich fühle mich wie im Himmel. Ich fühle mich wirklich wie im Himmel. Da kannst du looten ohne Ende. 18 Metall, 7 Metall. Wahnsinn. Hier, Medizin ohne Ende. Da ist schon Viviro. Dass sie das überhaupt hier ausstellen, wundert mich. Ja, ich dachte, das ist alles noch in Erprobung und so. Aber gut, vielleicht suchen die hier auch gerade Leute, um das zu erproben. So, was sagt denn der Arzt? Pardon. Was? Hola. Halte durch. Halte durch, okay. Ich glaube, der ist einer von uns. Ich weiß es nicht genau. Also Viviro ist auf jeden Fall ein Medikament, das von der Regierung hergestellt wurde. Das können wir uns schon mal sicher sein. Aber ob die Biovida-Einrichtung dann auch eine Regierungsorganisation ist, eine Einrichtung durch die Regierung, oder ob das möglicherweise eine Einrichtung ist, die schon früher gab, ich weiß es gar nicht. Sitio A, Centro de Vacunación. Liest sich ein bisschen wie Impfzentrum, ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das ist eher so eine mobile Krankenstation einfach. Weil vielleicht kann man hier auch alles machen. Kranke versorgen, impfen, behandeln und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Auf jeden Fall cool, dass wir das entdeckt haben. Haben ordentlich was mitnehmen können, das freut mich. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich mal weiter da hinten. 200 Meter, ich glaube, das schaffen wir zu Fuß. Da brauchen wir kein Fahrzeug. Und dann holen wir uns gleich mal den Hinterhalt dort oben. Und natürlich auch die Kiste. Wenn wir schon mal dort sind, dann nehmen wir uns alles mit. Und machen uns dann weiter auf zur Mission. Es waren vorher noch immer 1 Kilometer Entfernung. Mittlerweile sind es nur noch 580 Meter. Also wir kommen dem Ziel immer näher. Okay, das Guerreros, ist da könnten Unterstützung gebrauchen. Anscheinend etwas ein größeres Gebiet hier. El Punto heißt das Ganze, so wie es aussieht. Da haben wir es. So, mal gucken, wie viele Soldaten da heute sind. Wahrscheinlich auch wieder genügend. Der Sunny rettet euch auch nicht. Na toll. Weil der genau jetzt auch da durchkommen musste, eh klar. So, ich glaube, wir sollten weg vom Laster, weil der hat hinten das Benzin geladen. Okay, ich glaube, da haben wir unseren ersten Hinterhalt, wo wir wirklich die Unterstützung von unseren Leuten brauchen. Das war bisher nicht so. Wo sind die denn überhaupt alle? Jetzt können wir mal zurückschlagen hier, Freunde. Kommt. Schießen die überhaupt? Nee, ich glaube, weil die noch nicht wissen, wo wir sind, schießen die anderen auch nicht. Nee, guck mal, die stehen da alle nur ganz gespannt, aber machen noch nichts. Na, jetzt geht's los. Zumindest da unten. Dafür haben wir trainiert. Ja, da geht's definitiv los. Hallo, hallo, hallo. Ganze Laster explodiert. Ich hole mal unsere Freundin zurück. Oder macht ihr das? Ja, den scheint das ja wenig zu interessieren. Okay, komm zurück. Wir haben noch was vor mit dir. Okay, die fetzt da Granaten von A nach B. Oh, da haben wir schon alle erledigt, alle Soldaten. Guck mal. So, der Laster wäre im Arsch. Na gut, bevor hier alles abfackelt, würde ich mal sagen, wir holen uns schnell mal die Kiste da oben. Und können die Mission dann so auch beenden. Halleluja. Ich glaube, das war wirklich die erste Hinterhaltsmission, wo wir es nicht geschafft haben, das Ganze ruhig und leise anzugehen. Ja, das Blöde war, der LKW-Fahrer hat uns entdeckt. Der ist blöderweise genau zu dem Zeitpunkt vorbeigekommen, als wir da waren. Danke für diesen Segen. Und wenn der mal rumballert, dann wissen natürlich alle anderen auch Bescheid, das ist ganz klar. So, was haben wir da Schönes zum Lesen? Eine herausgerissene Seite vom 8. Januar 2019, hängt also schon eine Weile da. Furchtbare Dinge sind geschehen. Ich schreibe alles auf, damit ich später nicht mein Gedächtnis anzweifle. Einen Tag vor der Arbeiterversammlung hatte ich Nachtschicht und Umberto war noch spät da für die Vorbereitungen.
Plötzlich tauchten Soldados von Benitez auf. Unser neuer Aufseher, einer von McKays Leuten, hatte sie aufs Gelände gelassen. Als sie alle zielstrebig auf Umberto zugingen, habe ich mich versteckt. Nach einem kurzen Gespräch fing Umberto an, mit den Armen herumzufuchteln und sie als Lügner zu beschimpfen. Plötzlich zerrten sie ihn zu einem der Behälter. Wollten es wohl wie einen Unfall aussehen lassen. Ich konnte rufenden Gerangel hören, dann schrie Umberto und Schüsse hörte ich keine. Die Soldados und der Aufseher sind nicht zurückgekommen. Ich habe trotzdem gewartet, bis die nächste Schicht kam, ehe ich rausgekommen bin. Ich fand Hautfetzen und Haare auf dem Boden des Behälters. Sein Gesicht muss hinüber sein. Morgens sagte der Aufseher uns, Umberto sei nach Esperanza, um einen kranken Verwandten zu besuchen und dass wir ihn nicht wiedersehen würden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also auch in der Firma wurdest du belogen. Der Aufseher ist anscheinend auch einer vom Militär oder wurde zumindest vom Militär bestochen oder möglicherweise nicht auch bestochen, sondern bedrängt, das zu sagen. Und ja, diejenigen, die nicht spuren wollen, die werden einfach mal hier so außer Gefecht gesetzt. In Säure aufgelöst und dann wird den anderen gesagt, ja, der ist nach Esperanza gegangen, der kommt so schnell nicht wieder, macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Aber es gibt ja doch noch ein paar, die genau wissen, wie es wirklich aussieht. So, und wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir gleich mal alles mit, was hier so rumliegt. Was ist jetzt los? Oh, ich glaube, wir haben gerade die... Ich glaube, wir haben die Zivilisten ermordet. Das wollte ich gar nicht. Das war nicht mein Plan. Sorry. Da ist ein Rollstuhl, Nanü. Handschriftlicher Brief. Tayo, kannst du in deiner Schicht bitte die Seriennummern der Antibiotika überprüfen, die wir ausgeben? Edilira war wieder bei mir und die Medikamente schienen nicht anzuschlagen. Vielleicht gab es ein Problem mit einer der Medikamentenchargen. Wir müssen es der Leitstelle mitteilen. Schreibt Ines. Und da liegt noch was zum Lesen. Ein Wahnsinn, wie ein Tagebuch hier. Handschriftlicher Brief. Danke an jeden, der sich nach meinem Befinden erkundigt hat. Wenn ihr könnt, dann lasst bitte Essen vor der Tür. Ich lieg immer noch krank im Bett, aber dieser Biovina-Typ sagt, dass mir die Medizin bald helfen wird. Ich vermisse euch alle, schreibt Edilira. Und wahrscheinlich war das ihr Zuhause. Ihr Rollstuhl. Aber die Medikamente haben anscheinend nicht so wirklich das gebracht, was sie bringen hätten sollen. Das ist die Medikamentenlieferung. Na, hallo. Die bekommt ja Medizin. Hallo, hallo. Guck mal, was da rumsteht an Medizin. Eieiei, jetzt brennt das ganze Gebiet hier. Das wollte ich gar nicht. So, da viel kann der ja nicht mehr aushalten. Okay, die ist mittlerweile ein bisschen irre wegen dem Gas. Und knallt, glaube ich, sogar seine eigenen Leute ab, so wie ich das gerade sehe. Und jetzt ist er selber umgefallen. Okay. Na, da gehen wieder Dinge ab hier, Freunde. Komm, holen wir uns mal den hier auch gleich. Das war nicht so gut. Naja, wobei. Funktioniert, das ist die Hauptsache. So, Fahrzeugschrott, Fahrzeugschrott, Fahrzeugschrott. El Punto war das Ganze hier, sehr schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir folgen gleich mal der Hauptstraße weiter und holen uns die süßen 15, die Schatzsuche. Hier hat jemand alles für eine tolle Party aufgebaut. Vielleicht wartet am Ende ja ein Geschenk. Na, wohl eher nicht für uns. Oh, guck mal, da ist ja noch ein bisschen Benzin da oben drauf. So, 30 Benzin reparieren müssen wir das Ganze nicht. Wo ist denn das? 400 Meter? Oh Gott. Sollen wir da vielleicht doch ein Fahrzeug nehmen? Ich weiß es gar nicht. Na komm, wir gehen einfach mal zu Fuß. Ist ja egal. Dann haben wir ja in dieser Folge eigentlich doch relativ viel erledigen können. Wenn wir jetzt die Schatzsuche noch unterbringen, dann können wir in der nächsten Folge gleich mal starten mit der nächsten Hauptmission, mit Fotos oder ist es nicht passiert, die Biovida-Anlage untersuchen. Also Biovida ist ja anscheinend doch in diesem Gebiet hier ein bisschen eher präsent. Was mich wundert, denn wir hatten ja im letzten Gebiet, in Valle de Oro, den Erfinder von Vivio. Und gerade dort sollte ja... bei der Anlage bist. Ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen? Sie heißt Gabriela und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht.
Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriella nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. Na, oder sie hat vielleicht einfach die Seiten gewechselt und arbeitet jetzt für Bio wieder, möglicherweise. Sein kann ja alles. Wir hatten dasselbe ja auch in der Montero-Familie. Die Schwester kämpft für die Bertakt und der Bruder hat für die FND-Leute gearbeitet und geforscht. Aber mittlerweile sieht das ja dort auch wieder ganz anders aus. Da sind wir beim Lagerhaus Torres, Quinceañera Mágica. Na, gucken wir mal. Lagerhaus Torres erstmal durchlooten und dann natürlich gucken wir uns gleich mal an, was sie mit der Schatzsuche auf sich hat. Okay, da läuft mal wieder dasselbe Lied, das wir eh schon kennen. Echamela Culpa. So, was ist das? Handschriftliche Nachricht. Alle Lieferungen sind an der Hintertür abzugeben. Okay. Komplette A4-Seite vollgeschrieben, dann steht da genau eine Zeile. So, na schauen wir mal. Wo ist denn die Hintertür? War das nicht schon die Hintertür? Hier? Nee, da kommen wir ja gar nicht rein. Das da wird wohl die Hintertür sein. Okay, ich gehe mal ganz kurz die Runde zu Ende, um zu gucken. Guck mal, da haben wir gleich mal ein bisschen Metall. Dann nehmen wir das gleich mal mit, wenn wir schon mal da sind. Sonst ist da eh nichts. Ziemlich viel Metall und das war's dann aber auch. Und dann starten wir da hinten gleich mal die nächste Schatzsuche und machen das noch in dieser Folge. Und in der nächsten Folge starten wir dann gleich rein in die nächste Mission. Süße 15. Als ich vom Markt heimgekommen bin, war Papa weg. Die Soldados haben auch Mama mitgenommen. Keine Ahnung warum. Tia Kata sagt, dass wir meine Quinceañera trotzdem feiern sollten, weil sie sich so viel Mühe bei der Vorbereitung gemacht hat. Aber ich will nicht mehr. Soll das Zeug doch in dem Lagerhaus verfaulen? Jemand anderes kann mein Geburtstagsgeschenk haben. Ich gehe lieber meine Eltern suchen. Romeo, ausgerechnet am 15. Geburtstag musste es sein. Hm? Was ihre Eltern wohl für sie geplant hatten? Vielleicht ja auch geplant von den Soldaten. Offenbar sollte ich mir dieses Lagerhaus ansehen, bringe die Quinceañera zu Ende und öffne das Geschenk. Na, ich bin ja mal gespannt. Da haben wir es. 15, da haben wir sie. Möglicherweise ist das ein Bild von ihr. Sieht aus wie 25. Ein kleines Einhorn und da haben wir die Quinceañera Mágica. Ne, das wird wohl vielleicht sie sein. Das, ja, ist Thiago. Huch, das ist ein Pferd. Heruntergefallener Brief. Sieht ja nicht so aus, heruntergefallen. Mi Corazon. Es hat tausende Pesos Schmiergeld gekostet, um dieses Lagerhaus für Mias Quinceañera zu bekommen. Also sollten wir etwas ganz Besonderes daraus machen. Natürlich wird es Musik geben, aber wir sollten auch die Rauch- und Seifenblasenmaschinen und die Bodenbeleuchtung anwerfen. Und die Bühnenbeleuchtung. Wir dürfen auf keinen Fall die Bühnenbeleuchtung vergessen. Stell dir das nur vor. Alle Lichter hier drin auf unsere Mia gerichtet. Das wird so ein toller Tag für sie. Ach, die Armen, die Eltern haben alles vorbereitet für sie. Das Ding braucht wohl Strom. Okay, vier Dinge müssen wir anscheinend umlegen. Vier Schalter müssen wir umlegen und dann können wir das Ganze starten, so wie es aussieht. Und theoretisch müssten wir ja nur gucken, wo die Kabel hinführen, aber wir gucken uns mal generell hier im ganzen Gebiet ein bisschen um. Ui. Schöne Platten hier. So, das kann lustig werden. Hat das funktioniert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal auf den Schalter gedrückt. Ich hoffe mal. Da können wir auch noch was umlegen. Ah, die Musik. Möglicherweise liegen ja hier die Maximas Matanzas auf. Wer weiß das schon? Oder vielleicht auch Thiago. Coole DJ-Musik haben wir hier. Geht's da oben auch noch wohin? Muss von der anderen Seite verschlossen sein. Okay, da kommen wir also so schnell wahrscheinlich nicht rein. Zumindest nicht von hier. Okay, wir können uns hier zumindest wieder bewegen, ohne gleich mal gegrillt zu werden. Das finde ich gut. Und mittlerweile leuchtet einer von den vier Punkten. Das ist gut. Das heißt, das war gar nicht mal so falsch, was wir gerade gemacht haben.
alles vorbereitet für die Feier hier. Guck mal, überall die schönen Schleifen auf den Sesseln. Die Freundinnen wahrscheinlich alle eingeladen gewesen. Wie viel Mühe sich die gegeben haben. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Die schönen Blumen hier. Und jetzt muss sie ihre Eltern suchen. Da haben wir auch so eine Maschine. Vielleicht ja die Nebelmaschine. Wer weiß das schon. Und da ist das Pferd. Kommen wir leider nicht rein in das ganze Ding. Zumindest noch nicht. Also habe ich das doch richtig gehört. Und da ist tatsächlich ein Pferd. Okay, das ist der Eingang gewesen. Na, dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Vier verschiedene Hebel müssen wir umlegen. Einen haben wir erst. Alte Pappkartons. Was sich die Eltern wohl dabei gedacht haben, dass anstatt dass die vier Hebel einfach irgendwo nebeneinander platziert werden, machen die das so kompliziert hier. Da ist der zweite. Ja, der zweite leuchtet. Das ist dann wohl die Nebelmaschine. Sehr schön. Da würden wir sogar nach oben kommen. Wahrscheinlich müssen wir all das einschalten, was da auf diesem Schriftstück stand. Okay, die Seifenblasen funktionieren. Der Nebel funktioniert. Was für eine geile Party das hätte werden können. Ich hoffe mal, die können das irgendwie noch nachholen. Komm mir nicht so nah. Ah! Wollte gerade sagen, was ist das denn auf einmal? Okay, das war zumindest leicht zu erledigen, das Mungo-Fleisch. Das Mungo-Fleisch vor allem. Aber warte mal, das ist ein Hebel. Okay, das ist die Tanzfläche. Sehr schön, ein kleines Vogelhäuschen da hinten. Wo kommt der denn her? Der hat hier gewohnt wahrscheinlich. Auch da oben eine schöne 15. Alter, was die sich für Mühe gegeben haben, die Eltern. Das ist ja wirklich ein Träumchen. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eigentlich die Bühnenbeleuchtung. Alles andere haben wir. Und die große Frage ist jetzt, wie kommen wir dort hinten überhaupt rein? Möglicherweise auch von hier? Na nö, ah, das war das Pferd. Nee, hier kommen wir definitiv nicht runter. Na gut, ich glaube, wir müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. So, mal gucken. Wir lesen uns das ganz kurz nochmal durch hier. Wir haben 3 von 4 Dingern erledigt. So. Es wird Musik geben. Die Musik spielt mittlerweile schon. Die Rauch- und Seifenblasenmaschinen sind eingeschaltet und die Bodenbeleuchtung ist angeworfen. Das Einzige, was eben noch fehlt, ist die Bühnenbeleuchtung. Und die müssen wir noch anschalten. Möglicherweise hier, möglicherweise aber auch da draußen irgendwie. Da ist ja mal nix. So, mal gucken, wo die Kabel hinführen. Ob wir da wohl was rausfinden können. Das eine Kabel führt hier hin. Und dann weiter anscheinend da rein, oder wie? Ne, da nach oben. Hä, verstehe ich nicht. Dieses Kabel leuchtet noch nicht. Guck mal, da müssen wir irgendwie hin. Aber wie und wo? Das war der Hebel von ganz am Anfang. Rauf kommen wir nicht. Das hieß ja, es ist verschlossen. Hm. Muss von der anderen Seite verschlossen sein. Aber von welcher anderen Seite denn? Da müssen wir bestimmt irgendwie hin. Das ist hundertprozentig irgendein Hinweis. Geht's vielleicht da oben weiter? Ah, von der anderen Seite verschlossen. Das meinen die damit. Einfach mal nur das Schloss aufschießen. Ich dachte, wir müssen vielleicht einen komplett anderen Weg finden, um da hinzukommen. Na, das macht die Sache natürlich schon mal wieder ein bisschen einfacher. Und wenn wir jetzt Glück haben, finden wir vielleicht hier einen Schalter. Auch hier wieder Fotos von ihr überall.
Das muss eine Party gewesen sein, die hätte stattfinden können. Richtig, richtig cool. Eine alte Lampe, warum immer die hier liegt. Und da haben wir ihn, den letzten Schalter. Sehen wir mal, was das Ding kann. Genau, und die Bühnenbeleuchtung leuchtet. Und jetzt müssen wir dort nochmal den letzten Schalter umlegen. Mal gucken, ob wir hier noch was finden können. Da liegt auch so eine fette Leuchte rum. Warum immer die alle herkommen. Eine kleine Küche. Das ist wohl eher das Büro vom Inhaber hier. Aber gut, die Halle haben sie ja sowieso gemietet oder gekauft. Ich weiß es gar nicht. Steht ihr auf dem Zettel? Ich gucke nochmal ganz kurz. Gekostet, um das Lagerhaus zu bekommen. Also sollte es ein ganz Besonderes sein. Vielleicht haben die das gekauft. Ich weiß es gar nicht. So. Und da kommt die 15 runter. Naja, mehr oder weniger. Hängt wahrscheinlich schon ein paar Tage da oben. Und da haben wir das Pferdchen. Eine schlechte Ausbeute. Es ist immer gut, wenn das Volk auf unserer Seite ist. Das Einhornpferdchen. Für die Tochter, für die 15-Jährige. Sie haben mit einer 15 hinten darauf geschmiert. Was heißt das denn? B10B? Was? So, einmal, zweimal. Was können wir hier tun? Also das Tor öffnen. Na dann auf in Freiheit mit dir, mein liebes Pferdchen. Wie lange der wohl hier drin war. Aber was für eine Party, Freunde. Guck dir das mal an. Wie schön das alles hergerichtet wurde. Musik ist hier. Seifenblasen sind hier. Ein bisschen Rauch ist hier. Sessel sind hier. Blümchen sind hier. Alles ist dekoriert worden. Schön, schön, schön. Also die hätte das bestimmt gefreut, wenn die Party stattgefunden hätte. Aber leider Gottes kam dann das Militär dazwischen. Naja, vielleicht können die das ja irgendwann mal wieder nachholen. Das ist auf jeden Fall das kleine Einhorn von ihr. Das hat ja auch ihr gehört, das Pferd. Also die haben sich schon ins Zeug gelegt, die Eltern. Wie gesagt, vielleicht können sie es ja irgendwann mal nachholen. Das war es auf jeden Fall von dieser Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Da geht es dann weiter mit der Hauptmission. Wir sind direkt da schon dran. Da unten wollen wir hin zur Bio-Wiederanlage. Erstmal durch den verschmutzten Fluss. Und dann gucken wir mal, welche Fotos wir dort machen wollen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.